Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, wir zocken mal eine Runde mit dem Igor und geleiten die Transsilvania zum Portal. Und wir haben auch nur Zerstörer, Kreuzer und ein Schlachtschiff dabei. Also alles Igors und Blades bis auf den einen Jackal da hinten. Mal gucken, ob wir mal 5 Sterne schaffen. Wäre ja mal toll. Ich glaube aber nicht dran. Die Schlacht beginnt. Letztes Mal hatte ich ja im Kommentar, hat sich ja jemand etwas leicht aufgeregt, ist nicht schlimm, dass ich immer zu sehr nach hinten geschossen habe. Ich dachte immer, die verfolgen mich schnell. Braucht man wohl nicht, die sind wohl zu langsam. Darum fahre ich jetzt mal straight nach vorne. Unterstützt das verbündete Ziel. Ja, du Pfosten, schieß noch drauf. Soll ich ihn sonst unterstützen, du Horst? So, wir werden jetzt wohl links vorbeifahren. Genau, greifen wir mal an die Küstenanlagen an. Schießt lieber auf mich statt auf unsere Transsilvania. Denn die kann uns ja schön heilen. Wobei ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, ist, was mehr Sinn macht mit Feuer, aber ich glaube, Brandmunition macht dann mehr bei Gebäuden Schaden als normale Munition. Das ist so meine bisherige Erfahrungssichtweise, weiß ich nicht. Ja, du brauchst es nicht 50 Mal sagen, ist schon klar, dass wir jetzt angreifen sollen, du Horst. Aber danke, dass du es sagst. So. Oh, der kommt auf mich. Okay. Ich kann sie halt nur im Brand stecken, das ist halt das Problem, ne? Ja, Torpedos sind hier echt geil, aber leider hat mein Zerstörer, der Kreuzer, keine Torpedos. Das soll jetzt Geschichte sein, dass du Torpedos wieder abkriegst. Nächster. Der ist noch ziemlich nah, finde ich. Sekundärbatterie der Batterie ist ja auch gar nicht verkehrt bei mir. Gut, gut, gut. Das lief ja noch schon mal. Die Transsilvania hat nur leichten Schaden bisher. Aber leichter Schaden ist vertretbar. So, wir sollen noch alle Küstenfestungen oder Küstenanlagen beseitigen. Das ist natürlich doof. Die Jackal fährt auf der anderen Seite lang. Das heißt, okay, er schaltet sie aus. Nichts anderes habe ich erwartet. Mal durch. Jetzt. Feuer, Feuer, Feuer. Noch nicht. Nimm Schaden, du scheiß Katapult, dein Totenkopf. So, wir haben schon Feinde aufgedeckt, ganz doof. Eieiei. Eieiei. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Problem gelöst. Sekundärbatterie war bei 2,5. Ich weiß gar nicht, ob ich alleine den schaffe. Das sieht jetzt schon sehr schlecht aus. Okay, wir fahren mal zurück, aber zack, zack. Vor uns ist noch uns nicht mehr existiert oder so. Oh. Ah, ich muss mich heilen.
dick abgekriegt. So. Jetzt kommen wir hier kollidieren auch noch. Ich mache hier Chaos. So, was haben wir noch? Reichweite 11 war das. Und wir brennen immer noch wie ein Weihnachtsbaum. Ach scheiße, verkehrte Taste. So. Wir haben auf jeden Fall noch keinen verloren, das ist schon mal gut. Ah, ich komm da nicht hin, das ist so weit. Ah, die schießen trotzdem nach hinten. Vorne ist gerade kein Ziel. Macht mir bestimmt keiner zum Vorwurf, wenn ich da hinten schieße. Zusammenfahrer. Bisschen langsamer. Ziel im Visier. Ziel, 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 Ziel. Scheiße. Ziel gleich hier vorne, Mann. Wo kommst du näher? Wo bin ich jetzt so weit nach vorne gefahren? Weil die dürfen die Transsilvanier nicht aufhalten. Oh, langsam wieder Fahrt aufnehmen, bitte. Mich, nicht auf die Transsilvanier. Was war's denn? Also ein Katapult? Der ist weg. Schon der nächste Katapult. Und die nächsten Feinde, verdammt. Feuer, 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 Feuer! Hätte sich eilig. Oh, stirb, Junge.
gegnerische Schlachtschiff versenkt. Ja, wir haben auch schon ein Schlachtschiff verloren, sehe ich gerade. Und wir brennen. Ah, den habe ich vergessen. Scheiße. Ich habe keine Torpedos. Ich habe keine Torpedos. Ich hätte jetzt so gern Torpedos. Oh, ich muss ein bisschen drehen. Das knutschen auf die Transylvania. Aber jetzt kriege ich nicht mehr Energy. Ach, Kacke, ich bin eindeutig zu nah an der Transylvania. Ich möchte jetzt nicht an die Transylvania vorbeischießen, weil ich Angst habe, dass ich sie treffe und das ist nicht gut. Naja, bringe ich noch mein eigenes Schiff dann in Brand. Kollegen kriegen es da geschissen. Was macht denn einer da hinten so weit außen? Warum schießt ich so weit daneben? Boah, die sind zu nah. Ja, ich versuche schon irgendwie quer zu kommen. Ich hab doch keine Torpedos. Oh, jetzt schieß nicht auf meine Transylvania, du Drecksschiff. Oh, wir brennen auch wieder. Feueralarm! Transylvania brennt auch. Oh, du verdammt vorbei, du! Ah, das wird nix, das wird nix. Ich muss dran vorbei. Ja, wir brennen wieder, ist mir jetzt gerade Pumpe. So, jetzt Rasputin. Ich weiß nicht, ob da jetzt Nahkampf Sinn macht. Hallo Rasputin, ich bin's Heinrich, du kleine Drecksau. Du. Ich krieg mal, dich kriegen wir. Ja, er kriegt mich auch. Jawohl. Den haben wir noch über 50%. Wir haben noch anscheinend über 50%. Haben wir noch Feinde? Nö, ne? Problem gelöst. Haben wir es geschafft? Der eine Igor hat da hinten auch abgehalten. Was hat er die ganze Zeit gemacht? Den hätten wir hier vorne gebraucht. Also ohne die ganzen Blades hätte es echt schlecht ausgesehen, weil dieses Schiff ist jetzt nicht so geil. Und ich glaube, HE war mit der Igor das Beste. AP, weiß ich nicht. Ich habe es mal kurz angetestet letztes Mal, aber hat irgendwie nicht so geil Schaden verursacht. Das ist ja über 50%, ne? Ich weiß bloß nicht, ob wir die ganzen Küstenverteidigungsanlagen beschossen haben. Das weiß ich nicht. Das sehen wir ja gleich. 5 Sterne hätte ich gern. Jawoll! Hat's doch geklappt, Mensch. Oh. Hat's doch geklappt. Oh, nur 2 Schiffe versenkt, viel in Brand gesteckt. Naja, wir haben gewonnen. Ich hätte vielleicht, ich weiß nicht, mit der Igor, ob man da noch mehr hätte rausholen können. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten haben wir das endlich geschafft. Kann ich die Mission endlich abschließen.
Und ja. Das ist doch mal schön. Ich freue mich schon auf die nächsten Sachen, die man hier spielen kann. Kommt ja noch ein bisschen was raus. Zurzeit spiele ich nur gewertete Gefechte und bin ganz schlecht. Irgendwie bin ich immer nur ein Scheiß-Team. Ich muss echt mal mit meinem Clan zusammenarbeiten. Ja. Aber ich finde die Schiffe cool. Könnte man nicht dauerhaft irgendwie sowas lassen für Fantasy-Schiffe? Naja, sonst wäre es nichts Besonderes. Na gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit der Igor, mit Viktor Frankenstein, Einstein oder so, keine Ahnung. Ja. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.